Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen einen sonnigen, fröhlichen, gesegneten Sonntagmorgen. Und seit über einem Jahr freue ich mich auf diesen Moment, Ihnen verkündigen zu können, große Freude, Sie dürfen wieder singen. Das hat uns gefehlt, das hat uns sehr gefehlt im vergangenen Jahr. Und wenn Sie auch noch bitte mit Maske singen, das ist der einzige Wermutstropfen. Probieren Sie es heute aus. Lassen Sie Ihre Stimme erklingen zum Lobe Gottes hier in den Gottesdiensten. Sie dürfen gleich beim Orgelvorspiel mitsingen. Unter der Nummer 294, Sie finden es auch im Gottesdienstblatt abgedruckt. Nur keine Strophenangaben, wir singen die erste und die letzte Strophe, 294. Und ich freue mich, Sie zu hören.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde hier im Kirchenraum, liebe Gemeinde, die vielleicht später diesen Gottesdienst als Stream sieht, ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich grüße Sie alle mit dem Wochenspruch aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist immer wieder erstaunlich, wer eingeladen ist und wer dann kommt und wer dann nicht kommt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir nehmen dieses Wort mit in diesen Gottesdienst und in diese Woche. Dieser Gottesdienst heute ist Teil einer kleinen dreiteiligen Predigtreihe, die an diesem Sonntag beginnt und an den nächsten beiden Sonntagen in Remigius und in Iselshausen fortgesetzt wird. Mein Name ist Klaus-Dietrich Wachlin, ich bin Pfarrer im Ruhestand. Ich wohne mit meiner Frau in Wildberg und freue mich aufrichtig, mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Beten miteinander aus dem Psalm 36. Sie finden den Psalm auf den ausgeteilten Blättern. Und wir beten im Wechsel der Gruppe 1 und 2. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes. Und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tiere. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Dir dürfen wir es sagen, himmlischer Vater. Wir haben immer wieder Angst. Fragen werden groß und wir wissen keine Antwort. Probleme steigen uns über den Kopf und wir finden keinen Ausweg. Wir begegnen Menschen, wir hören Worte und wir verstehen nicht. Überfordert fühlen wir uns oft. Wir bitten dich deshalb, uns zu helfen. Nimm uns die Angst. Schenke ein ruhiges Herz und klare Gedanken, sodass wir in deiner Kraft reden, handeln, schweigen und leiden können. Und lass uns geborgen sein in deinem Frieden, mitten in allen Auseinandersetzungen. Wir beten weiter in der Stille.
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Achten Sie gut auf die Verse 7 und 8, die auf dem Gottesdienstblatt nicht abgedruckt sind. Die sind nachher von Bedeutung in der Predigt. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Vom Lied unter der Nummer 161, Liebster Jesu, wir sind hier, singen wir die ersten drei Strophen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist jetzt mit uns allen. Amen. Whitney Houston machte Millionen mit dem Lied. Jeder von Ihnen hat es mindestens einmal gehört in den letzten 30 Jahren. I'll always love you. Eine schmachtig schmelzende Melodie, exzellent gesungen von einer starken Stimme, mehrfach ein Welthit. I'll always love you. Das sei das richtige Lied für die kirchliche Trauung ihrer Schwiegertochter. Eine tolle Sängerin sei gebucht. Es soll eine Überraschung werden. Und was ich davon hielte, so die Dame am Telefon. Wie stets versprach ich der Dame nichts. War aber natürlich bereit, die Sache zu prüfen. Ich lud mir das Lied herunter, hörte mir es mehrfach an, lud den englischen Text herunter und eine gute Übersetzung und stellte fest, I'll always love you, das war der Song am Schluss des Filmes Bodyguard, auf Deutsch Leibwächter. Die Geschichte einer Starsängerin und ihres Leibwächters. Die beiden verliebten sich, er rettete ihr das Leben, aber sie merkten, ihr Leben passt nicht zusammen. Der Liedtext am Ende des Filmes in Auszügen: Wenn ich bleiben sollte, nun ich wäre dir nur im Weg und so werde ich gehen. Und doch weiß ich es, ich werde bei jedem Schritt an dich denken. Und ich werde dich immer lieben, I'll always love you. Das sind die einzigen paar Worte, die die Leute im Kopf haben bei diesem Lied. Es geht weiter. Bittersüße Erinnerung, bittersweet memories heißt es in Englisch. Das ist alles, was ich mitnehme. Auf Wiedersehen, bitte weine nicht. Denn wir wissen beide, dass ich es nicht bin, was du brauchst. Der Film schließt mit zwei getrennten Szenen, sie und er bei der jeweiligen Arbeit. Sie singt, er schützt nicht sie, sondern die Mitglieder irgendeines Kongresses, da sitzen nur Männer rum, wie bei manchen Kongressen. Die Schwiegermutter rief wieder an zur vereinbarten Zeit. Ich erklärte, man könne nicht ein Lied, in dem es heißt, ich bin nicht die, die du brauchst, bei einer Trauung singen. Weil das Trauversprechen bei einer Trauung das genaue Gegenteil besagt, nämlich, dass man zusammengehört und zusammenbleiben will. Da meinte die Frau, das Lied ist doch auf Englisch, das versteht doch keiner. Gute Frau, sagte ich, die Trauung wird aufgezeichnet. Ihre Enkel werden in englischsprachigen Firmen arbeiten. Wollen Sie denen die Peinlichkeit antun, in 25 Jahren die Hochzeit der Eltern mit diesem Lied, mit diesem Text auf dem Video anzuschauen? Nun, ich entschied, das Lied entfiel bei der Trauung. Dank Schwiegermutter hörten die frisch Vermählten es dann doch im Laufe der weiteren Hochzeit, denn wir wissen beide, dass ich es nicht bin, was du brauchst. Was für ein Geschenk zur Hochzeit. Das Lied ist auf Englisch, das versteht doch keiner. Liebe Gemeinde, jetzt kommen wir zu uns. So leider eben auch in manchen Gottesdiensten unserer Kirchen. Da gibt es junge Leute und auch manche Ältere, die feiern andere Gottesdienste oder Frühgottesdienste oder Spätgottesdienste oder whatever. Hauptsache, die Lieder sind auf Englisch. Ob die anwesenden Jugendlichen oder die ältesten Gemeindeglieder alles verstehen? Und wenn der große Chor der Kantorei bei Gelegenheit achtstimmig singt auf Deutsch, dann versteht man auch nichts, aber es klingt gewaltig.
Liebe Gemeinde, liebe Frau Ammer, lieber Herr Ammer, reden wir über uns Pfarrer. Ich sitze mit meinem Sohn im Weihnachtsgottesdienst. Immerhin als Wintersportler war der jahrzehntelang sonntagmorgens auf Langlaufskiern bei Wettkämpfen. Der Prediger hatte auch am Weihnachtsgottesdienst seine Dreiteilung. Erstens, die Welt und die Menschen sind böse und schlecht. Jesus rettet alles und nun sind wir miteinander dankbar. Das ist sogar wahr. Aber der Pfarrer predigte das unabhängig von jedem Predigtext zu Weihnachten, zu Ostern und zu Pfingsten. Mein Sohn saß neben mir und fing plötzlich an zu kichern und sagte zu mir, Papa, ich halte das nicht mehr aus. Sag mal, hältst du über Weihnachten einen Gottesdienst? Ich hielt einen. Er kam, der Sohn zum eigenen Vater. Da können Sie sich was drauf einbilden. Mein Sohn merkte, da gab es für ihn nichts zum Verstehen. Da hatte der Prediger weder verstanden noch bemerkt, dass gelegentlich junge Leute im Gottesdienst sitzen, die sich fragen, ist es nun richtig, meine Partnerin zu heiraten oder nicht? Bei der Firma zu bleiben oder zu wechseln, den Wettkampfsport zu beenden? Und was sagt Gott zu meinem Leben? Und er bekam nichts für alle diese Fragen, die er mitbrachte. Paulus schreibt an die von ihm gegründete Gemeinde in Korinth bei Athen, um mit den Geschwistern dort zu klären, worauf es ankommt im Gottesdienst. Eine erste Klärung hat er schon hinter sich. Der dritte Teil dieser Predigtreihe greift das auf. Kapitel 14, Sie haben das ja vor sich, auf den ausgeteilten Blättern, folgt ja bekanntlich auf Kapitel 13. Und daraus nimmt Paulus einen tiefen Basston auf. Und wie bei der Orgel, besser gesagt bei den Orgeln, läuft dieser Basston, wie wir es gerade gehört haben, durch die Melodie und prägt das ganze Stück. Und hier prägt dieser Basston aus Kapitel 13 das ganze Kapitel 14 und Paulus macht das auch deutlich. Er sagt als ersten Halbsatz, strebt nach der Liebe. Und da knüpft er an den letzten Vers in Kapitel 13, Sie alle kennen das. Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe, das gilt und geht mit, das ist schon mal geklärt. Welches Ziel sollen nun die Christen im Gottesdienst laut Paulus anstreben? Wir lesen mit ab Vers 14,1. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Zungenrede, also Selbsterbauung mit Gott, für Gott. Prophetische Rede, Erbauung der Gemeinde, sowie Erbauung, Ermahnung, Trost für den Menschen. Woran ist die Arbeit der Kirche zu messen in ihren Gottesdiensten? Daran, dass hier Gemeinde gebaut wird? Dass Gottesdienstbesucher bzw. Gemeindeglieder verstehen, was geredet wird durch prophetische Rede? Bei der Zungenrede handelt es sich um eine Art Lobpreis, die häufig ekstatische Züge hat. Es gab sie bei den Juden, es gab sie in anderen Religionen, es gab sie im Laufe der ganzen christlichen Geschichte, der Kirchengeschichte und es gibt sie heute oft in sogenannten charismatischen Gemeinden. Menschen werden laut, bewegen sich zur Musik wie in der Disco, erheben die Hände, beten, rufen, singen unverständliche Laute. Während meiner Zeit als Studentenpfarrer wurde in Clausthal, Zellerfeld, eine solche Gemeinde gegründet und löste eine Riesendiskussion auch aus, einschließlich Presse.
Ich nahm all meinen Mut zusammen und besuchte zwei Gottesdienste. Beim ersten Mal erschrak ich ein bisschen. Beim zweiten Mal sah ich, das läuft alles ab nach gewissen Regeln einer bestimmten Liturgie. Für die angeblich so gepriesene, freie, spontane, andere Art des Gottesdienstes gab es doch ganz bestimmte Vorgaben. Aber als außenstehender Fremder hatte ich keine Chance, irgendetwas zu verstehen. Paulus kritisiert Zungenrede nicht. Sie ist Gabe Gottes, seiner Auffassung nach, richtet sich an Gott und wohl nur ihm verständlich. Paulus sagt sogar im Vers 5, ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn es kommt darauf an, so sagt er weiter, dass die Dinge ausgelegt, dass sie verstanden werden. Und damit ist in Übertragung auf heute klar, mag es in unserem geistlichen Leben auch manche Besonderheit geben. Paulus stellt Kriterien auf dafür, was maßgeblich ist und was zählt, what matters. Liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht redete mit euch in Worten der Offenbarung, der Erkenntnis, der Prophetie oder der Lehre, das sind alles Dinge, die den Geist, die das Verständnis ansprechen. Prophetisch reden, Menschen erbauen, ermahnen und trösten. Erbauung, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das ist etwas, das meinen Glauben größer, stärker, stabiler und tiefer macht. Ermahnung, das schafft Orientierung. Das hilft mir, Wege zu korrigieren, zu prüfen, umzukehren, schenkt mir aber auch die Zuversicht, zu sagen, ich bin richtig unterwegs und ich gehe weiter. Tröstung, das ist Zuspruch da, wo ich scheitere an Zielen, an Leid, wo ich Widerstand erfahre, vielleicht ohne gute Gründe von anderen Menschen. Und immer wieder ergänzend zur individuellen Perspektive von Paulus die Mahnung, es geht darum, das Miteinander aufzubauen. Gemeinde als Organisation, als Gemeinschaft, als Netzwerk, als Heimat von vielen unterschiedlichen Menschen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, alle heißt es da. Nicht Außergewöhnlichkeiten wie zum Beispiel die Zungenrede, große Events, der große emotionale Eindruck zählen nach Paulus, sondern alles, was verstehen wirkt untereinander und gegenüber Fremden, was Erbauung, Ermahnung, Tröstung schafft und was Gemeinde baut. Das ist es. Und der Herzschlag für diese prophetische Rede, der Subpass bleibt die Liebe. Sie läuft immer mit, sie ist nah am Nächsten. Liebe will Verstehen schaffen. Liebe will erbauen, ermahnen, trösten. Die Liebe gilt den Menschen in der Gemeinde und ihrem Wachstum. Der Liebe bleibt das ein Herzensanliegen. Solange und soweit Kirche dieses Herzensanliegen hat und verfolgt, hat sie Zukunft und steht sie mit beiden Beinen mitten in der Zeit. Wir merken, wie sich dabei ganz organisch der Leitvers für diese Woche aufschließt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das an meinen Lebensfragen das Evangelium angreift und mir etwas gibt, was mich stärkt, was mich auferbaut, was mich ermahnt und was mich tröstet. Das ist der Ziel all unserer Veranstaltung. Da wir nun heute auch vom Orgeljubiläum sprechen, hier der Hinweis, dass Paulus in diesem Abschnitt, das ist durch ein Versehen ausgefallen in der Lesung, beziehungsweise in dem Text, den sie vor sich haben, auch von Flöte und Harfe und von Posaune spricht. Die Musikinstrumente und ihre Töne sind aus seiner Sicht Sondersprachen. Das hat die Schwiegermutter,
die einen tollen Song organisieren wollte für die Trauung, schon verstanden. Dass man damit etwas ausdrücken kann, aber natürlich muss das stimmen. Und auch bei diesen Sondersprachen geht es um Verständlichkeit. Wenn die Melodie, so sagt Paulus, das Signal der Posaune undeutlich bleibt, dann gibt es Verwirrung. Weil niemand versteht, ja, was ist nun dran, was ist Sache? Mit leblosen Dingen, so sagt Paulus, verhält es sich so. Die Töne hervorbringen, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Auch die Musik hat eine Sprache, die Melodie, den Rhythmus. Und die Akkorde. Ausgehend von der Musik wird Paulus noch einmal allgemeiner. Es gibt so viele Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, der redet. Und der, der redet, wird mich nicht verstehen und mich nicht erreichen mit dem, was er sagt. Hab übrigens entdeckt beim Studium des griechischen Textes, dass bei Nichtverstehen, dass da Barbaros steht, der Barbar. Der Barbar ist der, den ich nicht verstehe und der mich nicht versteht. Barbarisch ist etwas, was außerhalb jeden Verständnisses stattfindet. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ein Konfirmand so ganz neu in so einen Gottesdienst hier reinkommt, dass der das aus seiner Sicht als barbarisch findet. Aber natürlich auch, wenn Sie als Erwachsene dessen Musik hören würden, das würden Sie auch als barbarisch finden. Weil wir es nicht verstehen. Auf eine klare, verständliche Sprache, liebe Gemeinde, kommt es also an. Sie ist Ausdruck der Liebe, in der das Herz beim anderen ist. Krasse Erlebnisse, auch musikalische, sind für sich genommen noch keine Einladung in eine christliche Gemeinde. Doch eine klare, verständliche Sprache im Wort, in unserem Verhalten. Sie haben einen Begrüßungsdienst, wie wunderbar. Sie haben Flyer, sodass man immer weiß, wo bin ich gerade im Gottesdienst, wunderbar. Da versteht man etwas, mindestens einen großen Teil, und weiß, wo man sich gerade befindet. Kirche und Glauben sind modern und zeitgemäß in dem Maße, als sie verständlich und einladend auftreten. Lassen Sie mich schließen mit ein paar wenigen Hinweisen. Erstens, aus der Not eine Tugend machen. In der Corona-Krise waren die Gottesdienste ganz anders und ein schöner Nebeneffekt war, die Pfarrerinnen und Pfarrer haben die Andersartigkeit jeweils erklärt und verständlich gemacht. Ob es nicht gut wäre, wir würden den normalen Gottesdienst, die normale Taufe, Trauung und Trauerfeier und Konfirmation wieder verständlich machen und nicht mehr voraussetzen, dass es jeder schon verstanden hat? Zweitens, nur Hören führt zum Verstehen. Liebe Kantorin, lieber Kantor, ich rede wieder über uns Pfarrer mal. Wo, liebe Gemeinde, ist der Ort, an dem wir Pfarrerinnen und Pfarrer den Menschen ihnen zuhören, um schlicht zu verstehen, was sie umtreibt, wo ihnen der Schuh drückt? Salomo erbat sich von Gott ein hörendes Herz. Ob wir Pfarrerinnen und Pfarrer wohl etwas zu sagen haben, ob wir etwas verstanden haben, wenn wir nicht mindestens dreimal hingehört haben, auf das Wort der Schrift, auf das, was unsere Gemeindeglieder bewegt und auf Gott im Gebet. Nehmen wir uns vor jeder Predigt mindestens so viel Zeit, um mit Ihnen mal zu reden über das, was Sie bewegt, wie wir Zeit haben, um eine Predigt zu halten und vorzubereiten.
Wo gibt es die Orte in der Gemeinde, wo man miteinander sprechen kann unter dem Thema, jede Frage ist erlaubt. Keiner muss frömmer tun, als er ist. Jede und jeder darf seine Meinung sagen, ich aber auch. Wo sind diese Orte? Drittens, den anderen entgegenkommen. Meine Studenten in Clausthal in meiner Studentengemeinde fingen irgendwann an zu maulen und sagten, du, wir haben das Gefühl, in unserer Welt kommt der Glauben nicht vor. Was haben wir gemacht? Wir haben einmal in der Woche Tagesschau geguckt. Dann durften die Studenten sich ein Thema aussuchen aus der Tagesschau und ich musste ihnen zeigen in einem zweistündigen Gespräch, was das, was sie sich ausgesucht hatten, von dem sie meinten, das hat mit dem Glauben nichts zu tun, was das mit dem Glauben zu tun hatte. Was glauben Sie, wie ich geschwitzt habe manchmal? Wir müssen aufhören, davon auszugehen, dass die nächste Generation irgendetwas verstanden hat. Jeder glaubt, wir wissen, was in der Weihnachtsgeschichte drin steht. Ich habe dann irgendwann angefangen, mit Konfirmanden die Weihnachtsgeschichte durchzulesen. Liebe Schwestern und Brüder, in jedem Satz der Weihnachtsgeschichte gab es mindestens zwei Begriffe, die Konfirmanden nicht verstanden. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte meine Kirchengemeinderäte dazu bringen, den Konfirmanden diese jeweils zwei Begriffe in jedem Satz zu erklären. Das ist eine tolle Übung. Fünftens, gemeinsam verstehen wollen. Wo sind die Orte, an denen wir zusammen stehen, zusammen sitzen, um gemeinsam zu verstehen? Erwachsenenbildung, Glaubenskursen. Wir haben doch das Christentum nicht hinter uns, sondern immer vor uns. Was sagen denn gemeinsam die Mitglieder der Kirchengemeinde in Nagold zum Klimawandel? Haben sie eine gemeinsame Meinung? Arbeiten sie daran irgendwo? Wäre es nicht gut, man hätte das? Und als Methode meine ich nicht Vorträge, sondern dass sie miteinander sich eine Meinung bilden. Und haben wir noch den Mut, auf andere fremde Leute zuzugehen, um ihnen etwas zu erläutern aus unserem christlichen Glauben und mit dem Verständnis immer elementar anfangen. Ich finde das so wunderbar hier in Ihrer Kirchengemeinde, dass es immer diesen Flyer gibt, auf dem die Texte und Lesungen und die wichtigen Worte drauf sind. Das ist elementar und das müssen wir ausbauen, liebe Gemeinde. Ich hatte jetzt eine Trauerfeier zu halten vorletzte Woche. Ein 45-jähriger junger Mann war 6 Jahre lang gestorben an einer furchtbaren Krankheit zu Hause. Seine Lieblingsmusik war Metallica und die Familie wünschte, dass das stattfindet, dass wir Metallica hören in der Trauerfeier. Und ich hatte das Konfirmationswort. Da stand ich nun, ich armer Tor. Nun, ich habe mich mit den Liedern beschäftigt und mit den Melodien. Ich habe festgestellt, dass das eine Lied einen super guten Text hat, war natürlich auf Englisch, habe ich eine Übersetzung besorgt. Das war dann auf dem Flyer für die Trauerfeier drauf, haben wir gehört, als alle sich verabschiedet haben. Nothing Else Matters, Sie kennen es vielleicht. Eins von den Liedern habe ich auseinandergebastelt, da waren 6 Minuten hin, das habe selbst ich nicht ertragen mit meiner Offenheit. Die habe ich dann verkürzt auf 15 Sekunden. Aber alle wichtigen Lieder, alle wichtigen Motive aus dem Lied waren drin, in dem Auszug, den ich gebastelt hatte mit einer Software, die ich mir gekauft habe. Extra dafür. Und dann hat es alles gepasst, weil alle miteinander sich darum bemüht hatten, wie können wir eine Trauerfeier gestalten, wo alle Freunde, Bekannte, die Familie und vielleicht auch der Verstorbene selber das Gefühl bekommen könnte, hier bin ich verstanden worden. Und dass wir alle miteinander heimgehen, erbaut, ermahnt und getröstet und mit dem Willen, dass wir zusammenhalten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre uns in diesem Geist.
Wir singen gerne mit und hören klüger, weiser, leichter, reicher. Wie kommt das Wort zu uns und wir zu dem Wort? Ich möchte mit Ihnen beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diesen Zuruf, für diesen Weckruf, für diese Einladung vom Apostel Paulus. Er hat sie an seine Gemeinde in Korinth gerichtet, aber er meint auch uns. Jede und jeder von uns kann so viel beitragen dazu, dass das Verstehen und das Verständnis in unserer Kirchengemeinde wächst. Jeder von uns kann Mut fassen, aufzustehen mit dem, was sie, was er nicht verstanden hat, es weiterzusagen, um ein Gespräch, einen Klärungsprozess zu eröffnen. Jede und jeder von uns kennt Menschen in unserer Kirchengemeinde, die dieses oder jenes wirklich nicht verstehen. Lass uns Kundschafter werden, die Orte und Themen des Nichtverstehens entdecken in dieser Kirchengemeinde, sie auf den Tisch des Hauses legen und einen Klärungsprozess anstoßen. Lass uns Menschen werden und bleiben, die in der Liebe bleiben. Die die Hoffnung nie aufgeben, dass ein Verstehen und ein Verständnis möglich ist. Mit jeder Mann, mit jeder Frau. Mit dieser Zuversicht und mit dieser Hoffnung, so ruft uns Paulus zu, dürfen wir miteinander leben
unseren Glauben, unseren Beruf und in dieser Gesellschaft. Lass uns mit dieser Zuversicht in diese Woche gehen, Herr. Dass es keine Not und kein Problem ist, gibt, mit dem du nichts anfangen kannst und die Gemeinschaft derer, die dir folgen. Lass uns das Gebet wieder entdecken, das Gespräch mit dir, die Kraft deines Wortes und die vielen, vielen Möglichkeiten, die wir haben in dieser Kirchengemeinde, aufeinander zuzugehen und miteinander Menschen zu werden, die sich gegenseitig, aber auch Sachfragen verstehen. Es gibt so viel auf dieser Erde, das verstehen wir nicht wirklich. So kommen wir in aller Bescheidenheit und ganz demütig jetzt wieder zu dir und schließen all das ein in das Gebet, das du uns geschenkt hast durch Jesus Christus, himmlischer Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die nachfolgenden drei Strophen aus dem schönen Lied Erweckt mich alle Morgen singen wir nach drei verschiedenen Melodien. Nehmen Sie bitte das Gottesdienstblatt vor, damit Sie die Melodie schon mal so im Kopf haben. Und die Orgel wird uns helfen. Und ich finde das ganz interessant, dass manchmal eine andere Melodie zu einem Vers helfen kann, den Text, den Sinn des Verses anders und besser noch einmal wahrzunehmen und zu verstehen. Thank you.
Liebe Gemeinde, eine würdige Rede zum 50. Orgeljubiläum würde eigentlich mindestens 50 Minuten dauern. Dass mir das nicht passiert, habe ich es verschriftlicht. Der Rahmen der Abkündigungen nötigt mich, alles nur zu streifen und alle Interessierten einzuladen, sich für die Langfassung einen Termin mit mir zu vereinbaren. Heutzutage freut man sich schon, dass dieses Jubiläum überhaupt im Rahmen eines Gottesdienstes gefeiert werden kann, und Sie durften sogar dazu wieder mitsingen. In den vergangenen Monaten räumten wir dem stellvertretenden Singen als Verkündigungsanteil der Gemeinde am Gottesdienst einen Schwerpunkt ein, wobei unsere Orgel als dienende Begleiterin eines Kleinstensembles zuverlässig ihren Dienst versah. Zu Beginn des heutigen Gottesdienstes erklang ein Werk aus der Entstehungszeit unserer Orgel von Karl Böbel, damals Bezirkskantor in Nürtingen. Und jetzt gleich nachher wird Patricia Kramer einen Bach spielen, würdig und recht und dem Anlasse angemessen. Einige Schlaglichter zu diesem denkwürdigen Ereignis. Was Bach für die evangelische Kirchenmusik ist, ist Rudi Schmid für die Kirchenmusik in Nagold. Der Apotheker mit Kirchenmusikstudium war ehrenamtlicher Chorleiter und Organist, richtete nach dem Krieg schon die Vorgängerweihorgel von 1874 wieder her, stiftete 1969 die Chororgel, dass zur Einweihung der neu renovierten Stadtkirche überhaupt ein Instrument vorhanden war, und plante zusammen mit Professor KMD Hermann Liedeke diese große Orgel im Sinne der Orgelbewegung. Ihm ist es zu verdanken, dass wir heute eine der größten Orgelanlagen des Nordschwarzwalds haben und eine hauptamtliche Kirchenmusikerstelle. Sein segensreiches Wirken und die Details der Orgel sind in der Festschrift enthalten. Ihm sei an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön ausgesprochen. Am 13. Juni 1971, heute exakt vor 50 Jahren, wurde das Instrument von Kirchenmusikdirektor Gerhard Kaufmann zusammen mit der Kantorei eingeweiht. Gerhard schickte mir das musikalische Programm. Der Gottesdienst muss mindestens 2 Stunden gedauert haben. Herbert Liedeke spielte dann abends noch das Einweihungskonzert. Das Instrument kostete damals 215.600 D-Mark. Die von Rudi Schmid schon in die Vorgängerorgel gekauften und integrierten Register sowie einige der alten Pfeifenreihen wurden in das neue Instrument integriert, das im Geiste der Orgelbewegung sehr hell und obertönig disponiert war. Der Standort war im Zuge der Stadtkirchenrenovierung von der Westempore nach vorne verlegt worden, dass die 3 Verkündigungsorte Altar, Kanzel, Orgel- und Chorempore gemeindezugewandt auf einer Linie lagen. Nach Gerhard Kaufmann begeisterten Ingo Bredenbach und Stefan Skobowski viele andere namhafte Organisten in Gottesdiensten und Konzerten die Zuhörer mit Orgelmusik der letzten 600 Jahre. Nach 40 Jahren war dann eine gründliche Sanierung des Instruments notwendig. 2011-12 wurde nicht nur die zeitgemäß digitale Setzersteuerung eingebaut, auch viele Register der Vorgängerorgel, die auf dem Dachboden von Rudi Schmid aufbewahrt worden waren, konnten wieder integriert werden und klingen und musizieren jetzt wieder zusammen mit ihren Kollegen, wie schon von 1876 bis 1967 dort hinten. Das finde ich sehr rührend. So haben wir heute ein unglaublich schönes Universalinstrument, mit welchem Musik aller Epochen klanglich und technisch wunderbar dargestellt werden kann. Das ist in der Festschrift in Text und Bild und hörbar auf den mittlerweile 3 CDs von Nathan Laube und Gabriele Marinoni dokumentiert. Neben mir steht als Sinnbild für das Projekt Singen Orgel 4.0 der neue digitale Spieltisch, der seit November sonntäglich segensreich im Einsatz ist. Normalerweise steht er dort, weil man von ihm aus das Liturgieensemble mit der Hauptorgel und vor allem mit dem Schwellwerk der Hauptorgel adäquat begleiten kann. Dass die Landesmusikräte ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr die Orgel zum Instrument des Jahres ausgerufen haben, ist Fügung. So erfährt die Orgel in diesem Jahr eine besondere Aufmerksamkeit, die sie gut gebrauchen kann. Denn ohne Fans und SpielerInnen
wird es sonst ruhig um sie werden. Hier in Nagold mit hauptamtlichen Kirchenmusikern weniger als in entlegenen Dörfern, wo es keine OrganistInnen mehr gibt. Dass aber überall weiterhin mit der Orgel gesungen werden kann, soll das Digitalisierungsprojekt Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen und, sofern das Fundraising erfolgreich ist, auch mittels künstlicher Intelligenz neue Lösungen entwickelt werden können. Dafür ist dann unsere Geburtstagsorgel der Prototyp, mit dem das alles ausprobiert werden kann. Und sie würde zum 50. Geburtstag schon mit allerlei technischen Raffinessen ausgestattet. Wir tragen das unsere dazu bei, dass unsere Orgel gepflegt, gestimmt und vor allem gespielt wird. Sie können das Ihre beitragen durch Pfeifenpatenschaften, CD-Käufen oder Spenden zum Unterhalt des Instruments. Oder durch den Besuch des Orgelkonzerts am nächsten Samstag um 17 oder um 19 Uhr, wo das Daimler Symphonieorchester und der Organist Lukas Bastian als Geburtstagsgeschenk ein Benefizkonzert für die Orgel spielen werden. Wir haben gestern hier geprobt. Kommen Sie. Bis dahin können Sie sich auch die neue Serie von Petzi, dem Orgelbären, anschauen, der heuer ebenfalls 50 wird. Die beiden feiern gemeinsam und bekommen Geschenke, Besuch und den viel Glück und viel Segen-Kanon gesungen. Das können Sie sich dort sehr schön anschauen. Wir wünschen dem Instrument auch, dass es noch viele Jahre segensreich erklingen möge, zur Ehre Gottes. Danke. Und der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir sehr gnädig. Und er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz für die Fantasie in G-Dur. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Ich habe mir die Erlaubnis eingeholt von Frau und Herrn Ammer, dass ich jetzt gehen darf. Ich habe noch einen Job im Anschluss in Remigius. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ade.